Heute kommen die von der Fed so stark beachteten PCE-Daten zur Inflation und die werden darüber entscheiden, ob der Leitindex S&P 500 seinen seit Oktober gebildeten Aufwärtstrendkanal wirklich wird verteidigen können. Gestern haben wir den getestet, sind wundersamerweise wieder nach oben geprallt, vor allem wegen Optionskäufern, dazu gleich mehr, aber jetzt ist eben die Frage, schafft man es, in diesem Trendkanal zu bleiben? Schaffen die Bullen weiterhin diese Dynamik, die eigentlich von den Zinsmärkten respektive den Anleihemärkten ausgeht und vom Devisenmarkt ausgeht, irgendwie weiter zu ignorieren oder geht das nicht? Haben sie vielleicht den Vorteil, die Bullen, dass die PCE-Daten heute geringer ausfallen? Wir werden sehen. Schauen wir uns mal das Ambiente zunächst mal an. Erwartet für diese PCE-Daten Personal Consumption Expenditure. Im Jahr 2000 hatte die Fed explizit gesagt, das ist die Kennzahl in Sachen Inflation, die für uns die wichtigste ist. Warum? Weil sie im Prinzip nicht einen statischen Warenkorb hat, wie die CPI-Daten, die bei denen jetzt dieser statische Warenkorb ja anders gewichtet wurde, aber dann eben gleich bleibt. Bei den PCE-Daten ist es so, dass dann bestimmte Produktgruppen, die dann vermehrt gekauft werden von Konsumenten, auch stärker gewichtet werden. Andere, die weniger gekauft werden, dann weniger gewichtet werden. Also eine etwas dynamischere Erfassung von Inflation. Hier die Erwartung 0,4 bis 0,5% zum Vormonat in der Headline-Zahl und zum Vorjahr 5,0 und in der Kernrate plus 0,4 und plus 4,3 werden die Daten heiß ausfallen. Naja, schauen wir uns mal hier die letzten oder die Entwicklung der letzten Monate an. In der linken Spalte sehen Sie die PCE-Daten. Headline und rechts sehen Sie die PCE-Daten-Kernrate, also ohne Nahrung und Energie. Hier sehen wir, ja, da gibt es auch diesen Abwärtstrend, was das Jahr betrifft, aber wir haben bis auf einen einzigen Monat eben noch keine rückläufige PCE-Inflation gesehen. Bei den CPI-Daten gab es seit 2 Jahren etwa keine rückläufigen Daten mehr, also jeder Monat mindestens nochmal ein leichter Anstieg der Inflation. Rechts in dieser Kernratenspalte, das sehen wir, wenn wir jetzt wirklich bei 0,4 reinkommen, dann wäre das schon einer der oberen Zahlen. Also es ist natürlich die Welt der amerikanischen Statistik unergründlich. Jedenfalls hatten wir gestern gesehen, dass die Preiskomponenten im BIP, in der zweiten Veröffentlichung des BIP, viel heißer waren. Zum Beispiel US Core PCE Prices 4,3 statt 3,9 erwartet und der GDP Deflator mit 3,9% statt 3,5 erwartet, spricht eigentlich dafür, dass die Daten heißer ausfallen. Allerdings ist diese Zahl 0,4, 0,5 in Sachen Headline-Zahl und Kernrate schon relativ hoch. Wir haben ansonsten noch jede Menge Fed-Speak. Wir haben Philip Jefferson, wir haben Loretta Mester, James Ballard, Susan Collins, Christopher Waller. Also wir haben 5 Fed-Speaker, die dann eben auf diese Inflationsdaten auch reagieren können und wahrscheinlich auch werden. Und wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, das ist wieder mal eine absolute Achterbahnfahrt gewesen, als wir gestern 14:30 die BIP-Daten mit dieser heißen Preiskomponente gesehen hatten. Da ging es zunächst mal nach unten, dann wieder nach oben, dann kam ein ziemlicher Sell-Off und dann kam wieder eine impulsive Rallye und gegen Ende ging es dann wieder ein bisschen nach unten. Warum? Zero-DTI-Optionen sehr wahrscheinlich, also die Optionen, die am selben Tag verfallen, im Endeffekt dann S&P 0,5% im Plus, Nasdaq 0,7% etc. etc. Hier sehen wir nochmal die Optionsvolumina, wieder Tesla natürlich an erster Stelle mit knapp 2,4 Millionen, dann Nvidia oder Nvidia, das sind beide Sprechweisen, sind okay und sind legitim. Gucken Sie mal CNBC zum Beispiel, da sagt der eine Nvidia, der andere sagt Nvidia. However, jedenfalls sehen wir, da war natürlich gestern viel Interesse, nachdem die Aktie nach, ich sag mal, okay Zahlen, 14% gestiegen ist wegen KI und Cloud und so, nicht? Wow. Und dann sehen wir hier eben dieses ODT, Zero DTE Call Buying massiv und wir sehen das CTA Selling. CTA sind Commodity Trading Advisor, die also praktisch, das sind Vermögensverwalter, hat mit Rohstoffen nur begrenzt zu tun, Commodity, aber es sind eben Vermögensverwalter. Warum das so ist, warum die verkaufen, das gleich dazu mehr. Wir wollen uns erstmal jetzt
hier dieses Geschehen anschauen, wir hatten gestern wichtige Optionsmarken im Bereich 3970, 3980 beim US Leitindex S&P 500. Und wo war das Tief? Im Bereich 3970, Sie an. Und auf der Oberseite 4020, wo waren wir dann im Top? Als wir dann im späteren Handel nochmal massiv nach oben gelaufen sind bei 4020. Also das ist schon ein wichtiger Bereich. Hier sehen wir unten mal den S&P 500, ausgehend von seinem Tief, in der unteren Grafik meine ich, ausgehend von seinem Tief im Oktober, da waren wir bei 3500 Pi mal Daumen und dann sind wir aufgeklappt, sind oben an dieser Trendkanalbegrenzung abgeprallt, sind dann runter jetzt eben an diesen Aufwärtstrendkanal. Hier sehen wir das nochmal auf Stundenbasis. Erstmal ab, hier schon zweimal getestet, dann Rally, dann wieder Abverkauf an den Trendkanal, dann wieder Rally. Wenn die heutigen PCE-Daten niedriger ausfallen sollten, also softer wären, dann wäre durchaus wahrscheinlich, dass wir jetzt an die obere Begrenzung dieses kurzfristigen Abwärtstrendkanals wieder ranlaufen, also des Trendkanals, der ausgeht von dem Zwischentop, das wir jetzt gesehen haben bei 4200 Punkten im S&P 500, dann wäre so das Ziel 4080, 4085. Das wäre dann wahrscheinlich das Potenzial und hier sehen wir oben nochmal diesen Trendkanal beim S&P 500, der jetzt zu verteidigen ist. Der Dow Jones ist aus so einer Wedge nach unten bereits ausgebrochen. Wenn die Daten softer reinkämen, niedriger wären, könnte er versuchen, nochmal an diesen Keil da, an diese Wedge ranzulaufen. Und jetzt nochmal hier zu diesen CTAs. Die sind dick investiert. Die sind oft sehr prozyklisch unterwegs. Also wenn die Kurse steigen, dann kaufen sie. Wenn die Kurse wieder fallen, dann verkaufen sie. Dadurch, dass wir hier diese Rallye bis 4200 Punkte im S&P 500 gesehen hatten, sind die ziemlich massiv, ziemlich dick reingegangen, sind so long positioniert, wie selten in den letzten Jahren. Dementsprechend kommen sie unter Druck, wenn die Märkte fallen. Wir sind von 4200 Punkten auf 3970 gefallen, 5,4% um und bei, das hat denen wehgetan. Also haben die teilweise gestern Positionen bereits abgeladen. Man schätzt, dass wenn es ungut läuft, etwa 200 Milliarden diese CTAs an Positionen auflösen müssen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Hedgefonds, die jetzt wieder Tech-Aktien shorten, die wieder irgendwelche Dreck-Aktien shorten, Schrott-Aktien shorten. Sie wissen, welche Aktien so ganz toll sind, dass sie praktisch insolvent sind, die Firmen, aber gleichwohl wieder steigen. Also das ist ein Risiko, dass wir wieder einen Short-Squeeze sehen bei den Hedgefonds. Auf der anderen Seite, wenn es nach unten geht, dann sind die CTAs unter Druck. Das ist so die komplexe Gemengelage. Insgesamt sehen wir, dass diese über 5%, die es nach unten ging im S&P 500, bei anderen Vermögensverwaltern, die befragt werden, in der NAAIM-Umfrage durchaus Spuren hinterlassen hat. Wir hatten kürzlich noch eine Positionierung, eine Investitionsgrad von über 80%. Jetzt sind wir darunter auf nur noch 57%. Also da hat man sich ein bisschen verabschiedet. Müssen die wieder rein, wenn was nach oben geht? Heute vielleicht. Wir sehen hier, die Stimmung hat sich auch wieder bei den Privatinvestoren verschlechtert. Nur noch 21,6% Bullen, sehr, sehr wenig. Dagegen wieder 38,6% Bären. Da reagiert man also auf diesen Fall des S&P 500 in der letzten Woche. Also sehen wir, dass wir jetzt hier wieder eine etwas bärischere Stimmung haben. Kontraindikator, we will see. Übergeordnet, denke ich, werden wir neue Tiefs machen, aber wir können zwischendurch immer wieder Rallyes sehen, das ist ja gar keine Frage. Gestern hatte ich ein Video gemacht in Sachen Liquidität. Die Liquidität wird geringer. Das ist der Grund, der fundamentale Grund, warum ich davon ausgehe, dass wir neue Tiefs sehen werden, weil schlichtweg eben die Zinsen noch weiter steigen werden und absehbar länger oben bleiben, egal wie die heutigen Inflationsdaten ausfallen, auch wenn die vielleicht 0,1% niedriger sein sollten. Keine Ahnung, wie sie ausfallen, aber das ist das dominante Motiv. Hier sehen wir mal die Lieblingsaktien der Retail-Investoren. Nummer 1 Tesla. Dann ein S&P 500 ETF, dann Amazon, Apple, nie wieder, Nvidia.
Dann Triple Q, also Nasdaq ETF und so weiter und so fort. An 43. Stelle Bed Bath & Beyond, an 50. Stelle AMC, also die Short-Aktien. Interessant, dass die so weit hinten rangieren. Man kauft also lieber Tesla, wenn wir jetzt mal zur fundamentalen Situation kommen. Dann sehen wir, dass wir in dieser Berichtssaison, die jetzt weitgehend gelaufen ist, so wenig Upside-Surprises gesehen haben beim Umsatz, wie eigentlich seit dem zweiten Quartal 2020 nicht mehr. Die Gewinne sind nicht mehr steigend der Unternehmen, sondern stagnieren bis leicht rückläufig und derzeit wirklich eine, wie soll man sagen, ein Kampf zwischen den Lagern, Bären gegen Bullen. Hier sagt Alf zum Beispiel, die Wall Street Analysten, nämlich die bärischsten und die bullischsten, die differieren so stark wie zuletzt im Jahr 2008. Also die einen sehen ganz finster, die anderen sagen, Mensch, super, neuer Bullenmarkt. Wer recht hat, wissen wir dann immer erst im Endeffekt. Das ist die Logik der ganzen Geschichte. Jedenfalls sehen wir hier, dass das Guidance Momentum, also das, was die Firmen an Vorausschau geben, klar rückläufig ist, also nicht wirklich steigend ist. Und wenn wir jetzt die Märkte mal verlassen, dann vielleicht noch hier dieser Friedensvorschlag. China hat ein 12-Punkte-Papier zur Ukraine veröffentlicht. Allerdings ist es so, und deswegen wurde das auch sehr schnell zurückgewiesen von westlichen Nationen, natürlich auch von der Ukraine. Warum? Weil das würde vorsehen, dass ein Waffenstillstand kommt, der praktisch aber dazu führen würde, dass die russischen Truppen eben auf diesem ukrainischen Gebiet im Donbass verbleiben. Also, dass wir so eine Art Einfrieren des aktuellen Zustands ist für die Ukraine natürlich No-Go, ist für die Amerikaner, für die westlichen Alliierten No-Go, weil das ja dann ein Teil der Kriegsziele von Putin praktisch ja zumindest realisiert hätte. Dann Bericht im Spiegel, Russland verhandelt offenbar mit China über die Lieferung von Kamikaze-Drohnen. Blinken hatte China ja stark davor gewarnt. Der Bericht ist sehr detailliert, um welche Firmen es sich handelt, wie das Ganze dann abgewickelt werden soll, über welche Länder etc. Also da kann ich mir vorstellen, da ist was dran. Jedenfalls könnte das dann die geopolitischen Spannungen dann wieder verschärfen. Wenn wir jetzt mal nach Japan kommen, dann haben wir ja einen absehbar neuen BOJ-Chef, nämlich Bank of Japan-Chef, nämlich Ueda. Wir haben heute dann die Verbraucherpreise aus Japan bekommen, 4,3%. 4,2% in der Kernrate, das ist der höchste Stand seit 41 Jahren. Oho, und die Notenbank betreibt weiter Quantitative Easing und dann hat Ueda gesagt, also wir werden dann aufhören, massiv Anleihen zu kaufen, wenn wir unser 2% Ziel erreicht haben. Das ist schon leicht überschritten mit 4,2 respektive 4,3%, lustige Aussage. Da kommentiert dann Zero Hedge, okay, dann machen Sie also mit QE weiter, bis wir dann endlich bei 2% wieder von 4,3 auf 2% fallen. Das zeigt so ein bisschen die ganze Schwachsinnigkeit dieser Politik. Wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, ich hatte gestern schon, oder Jörg Krämer hatte gestern schon gezeigt, dass die Auftragsbücher der Unternehmen sich leeren. Warum? Da war viel Stau durch Corona, hat sich aufgestaut, dann wurde das abgearbeitet und jetzt kommt nicht mehr so wahnsinnig viel. Das ist das eine. Dementsprechend auch die Einstellungsbereitschaft, wie IFO heute frisch mitteilt, jetzt deutlich nachgelassen. BASF heute mit der Meldung, wir streichen mal 2000 Jobs, Energiekrise fordert ihren Tribut. Und das deutsche BIP des vierten Quartals ist von minus 0,2 auf minus 0,4% nach unten revidiert worden. Gleichzeitig haben wir gestern ja gesehen, dass die Kerninflation sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone weiter nach oben geht, auch wenn die Headline-CPI-Zahlen nach unten geht, aber die Kerninflation ohne Nahrung und Energie geht weiter nach oben. Strukturelle Inflation, warum? Weil Energiewende teuer, ineffektiv und inflationstreibend. Demografie wird ein Faktor, Arbeitskräftemangel, blip und blab, Sie kennen die ganze Geschichte. Und natürlich dann die Folgen des Gelddruckens. Deswegen sagt Sharon Blockland, wir haben ein größeres Problem in Europa mit Inflation als die Amerikaner, weil wir dauerhaft strukturell erstens demografisch anders aufgestellt sind, zweitens unsere Energiegeschichte viel, viel schlechter aussieht. Und jetzt gibt es ja innerhalb der EZB offenkundig eine Spaltung zwischen den Südländern wieder, angeführt von Villeroy, dem Franzosen, der sagt, ach wisst ihr, Zinsen sind doch schon restriktiv, Subtext, wir könnten jetzt bald damit aufhören, die Zinsen anzuheben, und den deutschen Bundesbankern. Und Kylie Best, glaube ich, bringt das auf den Punkt, was hier gesagt werden muss.
Europe's mismanagement of energy transition will translate into dark times over the next decade. Wir werden eine schwere Zeit haben. Und dieses ganze Gerede, Inflation ist vorbei, Rezession wird nicht kommen, das halte ich für sehr, sehr verfrüht. Das dicke Ende kommt noch, die Rechnung kommt noch. Wir haben vorher etwa 1% des BIPs ausgegeben für Energie, also Deutschland. Jetzt hat sich das verachtfacht, verzehnfacht. Wir haben solche Probleme, die dauerhaft sein werden, auch wenn wir massenweise Flüssiggas importieren. Es bleibt teuer. Das russische Pipeline-Gas war extrem günstig, das ist jetzt weg. Und Kylie Best sagt auch, China ist uninvestable. Und er sagt, also ich würde auf keinen Fall in Europa investieren. Das haben aber viele gemacht. Das sind Geldströme wieder nach Europa jetzt geflossen, wie ja Daten zeigen, etwa der Bank of America. Und ich will abschließend noch zwei Artikelhinweise geben. Inflation und Fed, PCE-Daten am Freitag. Dieser Artikel ist ein paar Tage alt, aber hat sich ja an der Ausgangslage nicht wirklich etwas geändert. Da können Sie sich nochmal auf den neuesten Stand bringen, was genau erwartet wird. Und zweitens, 14:30 bringen wir dann die Daten bei Finanzmarktwelt. Und zweitens, Rohstoffe in China. Man sieht an den Rohstoffpreisen, warum es mit der Erholung in China nicht allzu weit her ist. Misstrauen Sie also diesen Optimismus, sprich, wow, super, Öffnung. Die Folgeschäden von Corona sind so gigantisch in China auf der finanziellen Ebene. Die Leute versuchen sich zu enthebeln, statt zu investieren. Das ist genau der entscheidende Punkt. Also zwei Empfehlungen, 14:30 dabei sein. Ich habe, by the way, meine Euro-Dollar- und Gold-Position reduziert mit ganz stattlichem Gewinn, liege im Nasdaq noch zurück. Das ist meine größte Sorgenposition, könnte man sagen, oder da, wo ich am meisten Probleme habe. DAX fast auf Einstand und dabei noch Tesla und Nvidia. Ich hatte es bereits gesagt, ich werde bald damit wieder aufhören, diese Positionierungen zu nennen. Ich wollte da ein bisschen Transparenz reinbringen. Das ist auch nicht für jeden zum Nachmachen geeignet. Verstehen Sie mich da bitte nicht falsch. Ich habe ziemlich viel Puffer und kann einfach manche Dinge eben entspannter aussitzen als andere, die es dann zerreißt. Dementsprechend nicht nachmachen. Das will ich nochmal ganz klar sagen. Die zwei Artikelempfehlungen 14:30 reinschauen bei FMW. Ich sage Servus. Ciao.